Da habe ich es jetzt in 3D, da schalte ich mir die Bildrate schon ein bisschen rauf und dann schauen wir mit Multislice, da habe ich jetzt ein, Entschuldigung, gehen wir wieder ins 3D oder 4D Setting, ein bisschen weniger Tiefe, da habe ich den Vorhof gut drauf und da kann ich dann hergehen, ja, und mir einen 3D-Datensatz erstellen und im Multislice sehe ich schlichtweg von der Basis bis zur Herzspitze den linken Ventrikel. Auch hier kann ich mir das variieren, dass ich wirklich ganz super apikal gehe, dann schaue ich, dass ich von der Basis wirklich alles sehe, ja, und auch hier habe ich eine gewisse Bildeinschränkung. Lass mal nochmal einatmen, die Luft anhalten, perfekt, jetzt sehe ich es besser, dann gehen wir auf Multibeat und schauen uns 6 Schläge an. Dafür muss der Patient natürlich mitarbeiten, das Vorhofflimmern macht das ein bisschen schwieriger. Und weiteratmen. Und jetzt habe ich den letzten Zyklus genommen. Ja. Jetzt tun wir nochmal das weg. Geht nochmal einatmen, stopp, und die Luft anhalten. Und jetzt schauen wir wieder diesen Multibeat an und schauen, dass wir ein schönes Bild haben. Perfekt. Und jetzt speichern wir uns den Weiteratmen, danke dir, den letzten Schlag. Ja, das kann ich mit dem rechten Ventrikel anmachen, das geht sich hier aber nicht aus, weil da ist einfach die Bildqualität nicht optimal. Jetzt haben wir uns einen 3D-Datensatz angeschaut, wir haben uns für den Strain alles aufgenommen, sowohl im 4- als auch im 2-Komma-Blick. Und jetzt können wir noch hergehen und als zusätzliche Information noch eine Kontrastmitteluntersuchung machen. Da ich jetzt alleine natürlich vor der Kamera sitze, werde ich das jetzt selber machen. Wie geht das? Also ich brauche einmal als erstes ein Kontrastmittel. In diesem Fall nehmen wir Sonovue als Kontrastmittel. Und dann gehe ich auf die Presets und schaue mal an, was ich da habe. Und wenn es nicht drinnen ist, dann gehe ich her und aktiviere es zumindest oder nehme es auch in die Liste auf. Dann habe ich es automatisch auch drinnen und dann sage ich, das will ich haben und aktiviere es. Was wir jetzt dann bekommen, ist ein relativ, wenn man so will, schieres Bild. Ja, wir haben jetzt hier viel dunkler grau. Ja, das kommt dadurch zustande, dass der Mechanical Index und andere Einstellungen ganz niedrig sind, damit wir eben diese Bubbles nicht kaputt machen. Was ich dann sehr gern mache, ist, man kann sich auch hier den Kontrast umstellen. Ich mag zum Beispiel Rubin sehr gern. Das ist aber auch wieder liegt im Auge des Betrachters, was man gut findet. Ja. Wenn wir dann das Sonoview haben, können wir hergehen und eben in allen Schnitten unser Kontrast-Preset machen. Bisschen nur Herz. Es passt perfekt, super. Und jetzt, da ich es selber machen muss, brauche ich das, du wolltest mir es eh schon geben, gib mir die Hand, genau, perfekt. Und zwar, jetzt brauchen wir das zum Spritzen. Also wir sehen, er ist ein wahnsinnig complianter Patient. Wir werden auch noch mit ihm kurz sprechen, wie er überhaupt zu uns gekommen ist. Aber jetzt spritzen wir das einmal, genau. Und es reicht 1 Milliliter aus. Ja. Natürlich dann, wenn wir mehrere Patienten haben, brauchen wir verschiedene Spritzen. Einmal nachspülen, nach Möglichkeit sollte man alles, was das kaputt macht, die Bubbles, also nochmal bitte hinter den Kopf tun. Danke dir. Was die Bubbles kaputt macht, sollte man vermeiden. Und wir haben jetzt schon die Anflutungsphase versäumt. Aber was wir sehen ist, wir haben jetzt eine schöne Darstellung des linken Ventrikels. Ja. Da sehe ich in der Mitte den linken Ventrikel. Ich kann mir den Gen ein bisschen runter, raufstellen. Ja, und das ist aber eine schöne Darstellung. Und da sehe ich auch, er hat wirklich eine septal betonte Myokardwandverdickung. Die Pumpfunktion ist im hochnormalen Bereich. Und das schaut eigentlich sehr gut aus. Ja. Und jetzt gehe ich in einen Zweikammerblick, was natürlich auch den Vorteil hat, jetzt sehe ich wirklich das ganze Cavum sehr, sehr gut. Ja, und auch dann in eine apikale lange Achse und ich sehe, und das ist jetzt hier vor allem wichtig, es gibt kein Aneurysma, es gibt keine relevante Wandbewegungsstörung, also es passt eigentlich alles sehr gut und auch die Pumpfunktion, das wird im Verlauf noch wichtig, ist hoch normal. Also ich hätte gesagt, es ist um die 60-65% rum. Ja. Genau, was ich hier auch noch machen kann und das ist, finde ich, etwas sehr Elegantes, auch wieder diesen Multiplane zu nehmen und dann eben triplanar, jetzt sehe ich es auch wieder in alle 3 Ebenen, nehmen wir das auch nochmal auf und wir können dann auch einen 4D-Kontrast machen. Ja, da brauche ich dann mehr Gain, dass ich es wirklich gut sehe und da sehe ich hier das 3D-Bild, das speichere ich mir auch und dann gehe ich her und schaue mir das Multislice wieder an und da sehe ich auch hier, kann ich mir schön das Cavum des Ventrikels anschauen. Ich gehe jetzt, das adaptieren wir noch ein bisschen, gehe ein bisschen weiter runter. Ja. Ich sehe, da ist kein relevantes Aneurysma und da kann man dann noch einen Milliliter zum Beispiel nachspritzen. Ja. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir sehen, die
Boom-Funktion ist gut. Der Ventrikel selber ist prominent und relativ dick. Und wir haben aber alles gesehen, was wir jetzt haben wollten. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir zurück in unser Echo-Preset. Ich habe es mir vorher nicht gespeichert. Das heißt, jetzt ist es wieder in Grau. Das heißt, wir nehmen uns wieder das Gold her. Wir tun wieder unseren Virtual Apex machen. Und jetzt sehe ich noch hier die Ausläufer des Linksherz-Kontrasts. Also den Kontrast, wo es zuerst in den rechten Ventrikel geht, also rechter Vorhof, rechter Ventrikel, über den venösen Abfluss des Herzens und dann die Lunge überwindet, um auch ins linksventrikuläre System zu kommen.